Und da sind wir wieder und gerade rechtzeitig zum Brooms Up zwischen den Broomicorns und den Hamburger Werewolves. Ich bin Philipp Schloss, an meiner Seite habe ich auch einen Philipp. Richtig, hallo, ich bin Philipp Kühn von den Cologne Cannons und bin froh, jetzt hier an der Seitenlinie sitzen zu können. Genau, wir haben natürlich nicht die Broomicorns gegen die Münchner Wolpertinger hier vor uns. Das wird gleich noch geändert werden mit dem Score auf 0:0 und dann können wir uns auch diesem Spiel widmen hier, Philipp. Absolut. So, wir gucken jetzt erstmal die Hamburger an, die driven hier über die linke Seite. Das sieht gut aus, keine Bieter und... Ja, das ist Timo Ramsauer, den kann man kaum stoppen. Wenn der Lokomotimo nennt man den Kerl auch, wenn ich mich recht entsinne von Hamburg. Ein gestandener Spieler, dem lernt man nicht so schnell weg. Sein Lieblingstier sind Enten, was sagt man dazu? Ich bin auch ein großer Fan von Enten. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Was, wieso alles über die Spieler hier vielleicht erfahren? Vielleicht ja auch die Tigerente, also... Oh, stimmt. Warst du früher eher Tigerentenmensch oder Günterkastenfroschmensch? Ja, doch, Tigerente. Ja. Vor allen Dingen der Tigerentenclub und das Rodeo genau. Fand ich großartig. Aber das Rodeo wollte ich immer schon mal machen. Da waren ja sogar vor ein, zwei Jahren, war da auch mal Nadine Zieradek von Darmstadt, durfte mal Quidditch vorstellen und Wahnsinn. Eine Runde auf dem Ding reiten. Das ist ein Kindheitstraum von mir. Mit dem Quaffel in der Hand und einem Besen? Ich leider ohne Besen, aber ich glaube, sie hatte wirklich was in der Hand. Ach Mensch. So, jetzt erstmal die Hamburger. Haben eigentlich genug Zeit, sich da den Ball hin und her zu spielen. Die Braunschweiger scheinen eher so ein bisschen auf die 2-2-Defense zu verfahren. Ja. Wir müssen auf den Troll aufpassen, der jetzt fast an den Ball gekommen richtig, wäre. Genau, gut, genau rechtzeitig gesagt, hätte er den fangen können, dann wäre das so ziemlich sicher ein Tor gewesen. Und ich glaube, da kommt dein Kollege angesprintet. Ja, das ist großartig. Wunderbar, dann danke, würde er mich übernehmen. Danke, und dann Philipp. Macht jetzt hier die Kölner Runde auf und willkommen zurück. Moin Alex, was geht? Guten Tag, ich durfte gerade noch ein anderes Spiel Assistant Referee machen. Da bin ich aber jetzt. Ich bin Alex. Viel Spaß beim Spiel. Es geht schon, steht schon 10:0 für, Moment. Die sehen unsere Zuschauer diesen Stand auch? Ja, leider, aber das wird jetzt vielleicht geändert. Okay, wir arbeiten dran. Höchsttempo. So, was sehen wir denn hier? Hamburg gegen die Braunschweig. Braunschweiger Broomicorns. Haben wir schon analysiert? Naja, also auf jeden Fall ist hier Timo aufgefallen. Mit der 29 von den Hamburgern und dass sein Lieblingstier die Ente sei. Dann kamen wir auf die Tigerente zu sprechen. Mal gucken, ob er auch weiterhin... Oder geht er wieder vor? Und... Ah, Gott! Mensch, das sieht spannend aus. Ah, also Hoop, oh, Hoopset würde ich nicht gerne sein. Ja. Großartig. Wahnsinn. Wer hat denn vorher 10-0 gehabt? Hier jetzt 20:0 für die Werewolves. Also... Möchtest du was zu den Teams sagen? Naja, also die Teams auf jeden Fall waren schon ein bisschen nervös vor Anpfiff. Ich glaube, es lag auf alle Fälle an der Kamera und im Livestream. Und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt hier zu zeigen haben. Ich persönlich finde ja die Trikots von den Braunschweigern sehr, sehr schön und sehr interessant. Und dann würde ich mal überlegen, vielleicht kann ich ja einen Trikot-Tausch einrichten beim nächsten Spiel. Ja, sieht sehr gut aus. Jetzt Hamburg im Ball. Waffelbesitz. Entschuldigung, dass ich ein bisschen unterbrechen muss, aber hier geht es richtig zur Sache. Er zögert und wirft ihn durch, war durch. Großartig. Schönes Tor. Ja, also von meiner Seite, ganz kurz. Auf dem Papier sind die Hamburger stärker. Haben ja ein paar Spieler, die mir bekannt vorkommen. Einmal mit den grünen Haaren, Nummer 34, weiß ich, was ich sehe. Die Katrin. Sehr stark im Tackle, nicht zu unterschätzen. Und da geht es ja auch schon nach vorne und schnappt. Ah, ah, und da ist ja auch schon der erste Spieler am Boden. Perfektes starkes Beispiel. Tackle. Stark, stark. Und oh, sehr Interception. Unfassbar. No Beater, Junge. Mach ihn. Ach, sicher. Sicher das Ding. Traumtor. Sehr schön gemacht. Gut antizipiert, dass der Ball dahin kommen wird. Schnappt ihn aus der Luft. Macht das Ding rein. Eiskalt. Es steht 40:0. Was würdest du jetzt als bist ja auch nicht nur bei den Cologne Cannons aktiv als Spieler, sondern also als Chaser, sondern auch als Coach. Was würdest du jetzt als Coach beim Stand von 40:0 den Braunschweigern raten? Ja, also bisher habe ich ja noch nicht zu viel gesehen, aber jetzt habe ich da gerade was gesehen. Sah gut aus, war anscheinend nicht drin, war ein schöner Spielzug. Wenn man den Ball aus der Nähe daneben wirft, das kann passieren, ist ärgerlich, aber bis dahin sah das gut aus und darauf kann man dann auch weiter aufbauen. So, wir sind gespannt, was jetzt passiert. Hamburg mit Quaffelbesitz. Quaffelbesitz und BS. Ja, was würde sich da jetzt anbieten, als Verteidigung zum Beispiel? 2-2 sehen wir hier auch schon.
Die Chaser sind bemüht, hier die 2-2 zu spielen. Man sieht schön, zwei sind hinten, zwei Point Chaser vorne. Laufen sehr viel, die Hamburger passen viel, lassen die natürlich laufen. Ich würde den Brövikons an dieser Stelle empfehlen, sich einen Ticken weiter als Point Chaser weiter nach hinten zu stellen. Okay. Damit man nicht hier die ganze Zeit von A nach B geschickt wird. Okay. Ja, es sieht schon fast nach dem ersten Reset aus, wenn es so weitergeht. Ja. Das wollen wir natürlich eigentlich vermeiden als Team. Will man vermeiden, ist nicht immer vermeidbar. Und die Chance der Troll, und er macht ihn. Timo, Junge, wirklich, also, der hat einen Lauf. Der hat einen Lauf. Als Kapitän geht er voran und treibt seine Mannschaft nach vorne und hat schon wieder gescored. Das ist wirklich vorbildlich. Sah sehr gut aus. Ball gefangen mit einer Hand. Da kribbelt es dann immer ein bisschen als Trainer, wenn man das sieht, wenn ein Spieler den Ball mit einer Hand fängt. Hat aber gut gemacht. Und Tor gibt recht. Ich bin sehr gespannt, ob er diese Leistung aufrechterhalten kann. Da hat man schon noch ganz früh im Spiel. Guter Versuch, aber ja. Leider. Aber du hast eben gesagt, mit zwei Händen hättest du das Ding vielleicht gefangen. Wer weiß. So, jetzt ist es ein bisschen schwer von ganz hinten zu sehen, aber Wolfgang im Ballbesitz mit dem Quaffel. Stürmt nach vorne, Keeperin mit der Nummer 30. Pass auf Nummer 2. Wolfgang weiter im Ballbesitz. Konter wird 30. Abgebrochen. Das Game wird verlangsamt, das Spiel, Entschuldigung. Noch ein kurzer Hinweis zu Nummer 30, die ja so ein Nasenband auf der Nase hat. Also sie hat sich anscheinend letzte Woche beim Nazio-Training die Nase gebrochen. Also das ist kein neues modisches Accessoire, sondern mehr aus medizinischen Gründen dort. Ja, sieht gefährlich aus, macht den Gegnern bestimmt auch noch einen Ticken extra Angst. Haben wir aber jetzt gerade ein schönes Tor gesehen. Pass nach hinten, rein das Ding, passt rein. Okay, 60 zu 0. Die Brövikons versuchen jetzt mal wieder mehr in die Offensive zu gehen. Ja, aber vielleicht Wolfgang mit einer Einzelaktion, aber direkt gestoppt. Tackeln, kein Problem. Jetzt hat der Keeper den Ball und es wird neu aufgebaut. Ja, da müssen die Brövikons sich vielleicht mal überlegen, dass sie den Quaffelträger ein bisschen besser unterstützen, damit er nicht so allein gelassen fühlt. Tackleversuch, sah gut aus, sah gut. Aber er konnte immer noch den Pass spielen. Welcher Spieler ist dir denn bisher so von den Brövikons aufgefallen? Den Brövikons, hier die Nummer 5, das ist der Flo. Ja, und der wiederum baut bei Ligaspieltagen gerne ein Fernsehstudio für den Livestream auf. Er ist anscheinend sehr aktiv und versucht seine Mannschaft wieder nach vorne zu bringen. Ja. Hier wieder mit dem Ball, allerdings würde ich behaupten. Und das hat er so, ja, sehr gut gehandhabt. Gut. Oh ja, oh, fast direkt reingechippt das Ding. Wahnsinn. Ja. Also technische Finesse haben die Brövikons auf jeden Fall. Jetzt sollen sie es nur mal in Zählbares umwandeln. Genau, ich habe vorhin schon gehört im früheren Stream, da wurde der Ball beinahe reingefluppt. Ich übernehme einfach mal die Worte des Vorredners. Was, wie kann man das jetzt vorstellen? Reinfluppen? War das ungefähr wie jetzt? Genau, da wird der Ball dann ganz sanft mit Zärtlichkeit über den Rand des unteren Hoops oder den unteren Rand des Hoops gechippt. Alex, bist du sicher, dass du jetzt hier weiter über Quidditch gerade redest oder trifft mir ein bisschen ab? Also, wir haben hier einen Ballbesitz von dem Brövikons. Super Interception, Konter kommt, aber leider mit dem Beater im Nacken. Das wurde dann auch vom Brövikon Chaser gespürt und sie wollte schnell zum Abschluss kommen. 96 von Hamburg hat gerade den Ball. Ich gucke mal. Das ist der Christian und er ist das neueste Mitglied der Hamburger Werewolves. Und bei dieser DM hat er endlich sein eigenes Trikot bekommen. Ich habe gehört, er konnte vor Aufregung kaum schlafen vor diesem Tag. Ja, sehr verständlich. Wer kann das bei so einem großen Turnier denn schon? So. Ich sehe gerade, wir haben hier einen... Also für die Zuschauer, die jetzt erst dazugekommen sind, die Anzeige im Livestream scheint... Nicht. Oh. Alex, kannst du das kurz nochmal erklären? Ein Ref-Call? Ja. Ich habe leider gerade auch den Delay of Game, hat er gesagt. Anscheinend Delay of Game, ja. Oh. Ich habe es aber allerdings nicht gehört, tut mir leid. Ich war gerade beschäftigt mit der Anzeige, tut mir leid. Aber ja, genau. Die ist leider nicht aktuell. Korrekt. Ja. Es sind nämlich die Hamburger Werewolves gegen die Braunschweiger Brövikons. Ja, wir sehen jetzt hier, sorry, dass ich unterbreche, ja, ich muss Napalm von Hamburg. Oh, ja. Das ist allerdings nicht ganz geglückt. Da war ein Beat, ja.
Also, Napalm wollen die Hamburger spielen, allerdings haben die Chaser von den Brevikons das Ganze unterbinden können. Genauso wie diesen Pass. Also, die Defensive jetzt von den Brevikons deutlich besser. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Genau, und mal kurz nochmal auf die Anzeige zu sprechen zu kommen. Also, hier spielen die Hamburger Werewolves gegen die Braunschweiger Brevikons. Und es steht 60-0. Wie das da Lokalteam aus Hamburg. Ja, der Pass ging leider etwas ins Leere. Quaffelgewinn für Hamburg. Und es geht weiter mit der Nummer 96. Hat sein erstes Turnier hier, wie gerade schon gehört, aber sehr selbstbewusst, wie er nach vorne schreitet. So, was sehen wir hier weiterhin? Quaffel geht beinahe ins Aus. Sieht er den Troll? Wäre das eine Anspielstation? Nein. Man kann überlegen, den Troll dahin anzuspielen. Sie steht weit entfernt von den Hoops. Okay. Ist also nicht in sofortiger Bedrängnis der Bieter. Okay. Allerdings jetzt der Ball, da ist Platz. Jetzt könnte man da, jetzt könnte man durchaus. Der wird stark. Der Goal-Ref ist sich genauso wenig sicher. Ich glaube tatsächlich, ich meine gesehen zu haben, dass der Spieler der Brevikons den selber durch den Hoop geschlagen hat. Allerdings ist das sehr schwer zu sehen aus dieser Position. Also Alex, ich wollte mal kurz sagen, meistens bei so Spielen ist ja natürlich die Teams im Vordergrund, aber Goal is good. Ich wollte nur kurz sagen, also ich würde auch gerne ein bisschen mehr auf die Schiedsrichter eingehen. Ich hatte nämlich gehört, dass die Trierer, die Thunderbirds, ein Pirelli-Kalender, also einen sehr aufreizenden Fotos gemacht hätten. Ich würde mir auch das manchmal von den Refs wünschen. Vielleicht würde eine andere Connection zu entstehen, wenn die Refs auch mal so einen Kalender machen würden. Was hältst du davon? Also vielleicht lernt man dann ein bisschen mehr die Refs zu lieben, die sonst leider sehr verhassten. Also ich will das nicht sagen, aber natürlich hat man immer das Gefühl, dass die Refs gegen einen pfeifen, obwohl das natürlich nie so ist. Es kommt einem nur so vor, man will gewinnen und dann ist das Ganze ein bisschen realitätsverzogen. Wir haben jetzt aber jetzt das erste Tor von den Brevikons. Da wird auch fleißig applaudiert, schön gemacht, Pass nach hinten, wieder nach vorne durchgesteckt, beziehungsweise auf einen kurzen Wurf. Und damit haben wir das erste Tor von Brevikons, 70-10. Ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass irgendwie so eine Aktion vielleicht das Eis zwischen Spielern und Referees brechen könnte. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Game. So, jetzt haben wir hier gerade auch Warning Delay of Game, genauso wie die Brevikons gerade die Karte bekommen haben. Haben jetzt auch die Hamburg Werewolves eine Warning bekommen. Da kommt ein Pfiff. Waffel-Turnover. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Pass auf der Beat war, da sonst kein weiterer Call erfolgt. Nummer 5, den haben wir. Oh. Der Flo. Oh, hier ist das Mikro. Der Flo. Ja, ist leider in den Spieler gelaufen. Er hat nicht nach vorne geguckt. Okay. Da kam keine ein Beater. Beat ins Gesicht. Die Chance, einen guten Drive zu machen. Die Nummer 2. Kämpft sich durch. Und Max, der Junge. Also ich habe gehört, er wäre beim Training noch nie pünktlich gewesen. Das hat man beim Drive auf jeden Fall nicht gesehen. Und es gibt auch Theorien, dass er sich in den Büschen versteckt, bis das Aufwärmen vorbei sei und erst dann zum Training kommt. Das klingt ja fast magisch. Man munkelt. Vielleicht ist er auch ein bisschen ein Südländer aus dem südlichen Bereich aus Europa. Da hat man uns dann nicht so genau mit der Zeit. Aber das haben wir natürlich nicht laut gesagt. Ich bin ja noch relativ neu beim Quidditch. Ich vermisse doch sehr den Feuerblitz, den habe ich noch gar nicht gesehen. Falls ich mich nicht irre, könnte das ein Tackle von behind gewesen sein. Aber Niklas, ein wirklich sehr, 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 sehr erfahrener Headref, von einigen als sogenannter bester Ref Deutschlands genannt. Ich sehe ihn heute zum zweiten Mal. Hat das anders gesehen? Glauben wir einfach mal. Wie immer, der Schiedsrichter hat recht. Oder die Schiedsrichterin, gibt es ja hier auch. So, da kommt der Pass nach hinten. Reset Use, der erste. Allerdings hat man ja zwei, bevor der Quaffel-Turnover ist. Jetzt schönes Passspiel von Hamburg. Der Troll bietet sich an, hebt die Hand hoch, doch Quaffelträger entscheidet sich nicht dorthin zu passen. Weiter schönes Passspiel. Guter Ball, aber abgefangen. Abgefangen. Ja. Grundsätzlich, Anspielperson war frei, allerdings Distanz bis zur Anspielstation doch relativ groß, so dass die Verteidigung sich während des Flugs noch darauf einspielen kann. Das dürfte jetzt der zweite Reset sein. Genau. Wird auch sofort unterbrochen. Und wir haben auch jetzt unsere Originalanzeige.
im Livestream sehe ich hier gerade. Also jetzt geht alles hier mit rechten Dingen zu. Ja, sehr schön. Also man sieht hier wieder, dem Headref entgeht sonderlich wenig, falls überhaupt etwas entgeht. Oh ja, gutes. Weiter im Ball. Oh, es könnte beinahe nachgegriffen sein, aber das kann man natürlich nicht. Die Chance und der Beat sitzt. Er kriegt den. Sehr interessante Macht er ihn auch? Art und Weise, den Ball zu führen. Elegant vorbeigesprungen und reingefluppt, würde ich jetzt einfach würde ich mal sagen. Reingefluppt. Ich würde mal behaupten, das Wahnsinn. War original reingefluppt. So fluppt man beim Quidditch. Ja. Toll, einfach falls, toll. Falls Sie vorher noch nicht wussten, was reinfluppen ist, spätestens jetzt wissen Sie es. So. Spiel relativ eindeutig. Da hat eben der 79 Simon die Hand gehoben. Und da muss ich ganz kurz unterbrechen. Ja. Hier gibt es wieder eine Karte. Oh. Es scheint erneut Delay of Game zu sein. Ja. Ich wollte dich mal fragen, dieses Handheben bei dem Beater Simon mit der 79, was bedeutet das eigentlich? Du meinst also, wenn man die Hand so Faust, und genau. seine Faust bildet? Ja, ja. Genau, das kann ich dir gerne erklären. Wenn das gegnerische Team zwei Bludger kontrolliert und dein Team keinen Bludger kontrolliert, ist es nahezu unmöglich, irgendwie wieder an einen Bludger zu kommen. Daher ist es, gibt es im Quidditch die Regel Immunity. Die symbolisiert man, indem man seinen Arm hebt, die Faust macht und dann darf man in dieser Zeit zwar gebeatet werden, allerdings, wenn man abgeworfen wird, ist man nicht beat, darf also weiter auf dem Besen bleiben und kann sich den Bludger, der auf dem Boden ist, erobern. Man, oh, das... Stark verteidigt von dem Prüfikons. Man sieht ja einen Beat. Super umgeschaltet und jetzt die Chance, aber... Die Bieterin hat aufgepasst. Ja, sehr schön konnte abgefangen von Hamburg. Haut die 25 raus. Iska, der ein Teilzeit-Brüvikorn ist und eigentlich bei den Nifflern in Hannover spielt, gibt aber sich hier die Ehre und trägt dieses wunderbare rosa-blaue Trikot. Ja. Besonders hervorzuheben ist der Regenbogen, den man vielleicht in der Nahaufnahme sehen könnte. Und da ist das nächste Ding drin. Timo ist on fire. Komm auf dem Feld, macht er wieder das Ding rein. Vorhin noch mit einem Fehler, lässt sich aber dadurch nicht verunsichern. Ich kenne das ja vom Fußball mit den Jubeln nach so Toren. Was sei jetzt denn davon? Sollte man das vielleicht auch einführen, dass man ein bisschen Zeit hat, danach so ein bisschen zu zelebrieren? Oder ist das eher, würde es dem Spiel vor Schaden? Also ich muss dazu, habe da tatsächlich eine kleine Geschichte zu. Ich komme aus dem Handball, da ist das Spielgeschehen auch ziemlich schnell. Allerdings, wenn man ein Tor erzielt hat, dann freut man sich auf jeden Fall. Ich spiele jetzt erst seit knapp 10 Monaten hier Quidditch. Allerdings, oh, ich muss ganz kurz das Spiel beobachten. Hier geht es nämlich super zur Sache. Katrin wieder mit der Balleroberung. Jetzt drivet sie nach vorne. Falls jemand ein Yu-Gi-Oh!-Duell sucht, sie hat ihr Kartendeck auf jeden Fall noch bereit. Das weiß ich aus erster Hand. Tankt sich durch mit dem Stiff an während des Ballbesitz. Großartig, wunderschönes Tor. Nicht umsonst ist diese Spielerin im Entwicklungsteam der deutschen Nationalmannschaft. Quidditch par excellence. Ausgezeichnet, wirklich. Wo war ich vorher stehen geblieben? Es ging um Jubelposen. Jubelposen, genau. Also ich habe mich natürlich immer großartig gefreut, wenn ich ein Tor gemacht habe, weil was soll man denn anderes machen? Du schaffst es, ein Tor zu erzielen für dein Team, freust dich für dein Team, Euphorie ist da. Allerdings wurde dann gesagt, dass eventuell das nicht sonderlich sportlich fair dem Gegner gegenüber ist, wenn man sich so sehr darüber freut. Was und ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann. Gerne würde ich mich mehr freuen über meine Tore. Absolut. Im Fall von Timo, der würde wahrscheinlich dann jetzt ins Grübeln kommen, weil er ja schon wieder getroffen hat. Und es steht 120-10 für die Hamburg Werewolves. Mittlerweile ein doch recht eindeutiger Stand. Die Brüvikons geben aber links weiter nicht auf. Da kommt der Pass. Und da ist das Ding. Die Nummer 35. Hat hier das zweite Der Nico, Tor ebenfalls normalerweise bei den Nifflern in Hannover und aber supportet hier an dem Wochenende die Brüvikons. Ja, immer schön zu sehen, wenn sich die unterschiedlichen Quidditch-Teams natürlich supporten. Das eine Team kann nicht spielen, weil sie eventuell zu wenig Spieler haben. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber wenn man selber nicht spielen kann, aber Lust hat auf Quidditch, dann kann man hier
ab und zu gerne mal bei einem anderen Team aushelfen. Das ist auch von den anderen Teams immer sehr gerne so. Sehr schöner Drive. Oh, ist das ein Beat? Ja, ja, doch. Das ist ein doch. Beef. Beat, sorry, das ist kein Beef. Das könnte zum Beef ausarten, mein Lieber. Das könnte zum Beef aufarten. Aber Nummer 64, der Keeper von den Brövikons, legt den Ball ab, hat natürlich gemerkt, er kam gegen seine Brust und spielt dann auch sehr fair. Also ich muss auch sagen, die Nummer 30, ich kenne sie persönlich noch nicht, sehe sie jetzt das erste Mal, die Sarah. Oh, Snitch on Pitch. Snitch on Pitch. Hat eine mächtige Ausstrahlung, wenn sie den Ball nach vorne fährt. Sehen wir links unten in der Ecke. Nur mal zur Regelung, wenn der Schnatz, also diese Socke hinten mit dem Tennisball drinne, gecatcht wird von einem der Seeker, bekommt das jeweilige Team 30 Punkte und beendet so das Spiel. Falls nach dem Erhalt dieser 30 Punkte es unentstehen sollte, gibt es noch eine Overtime. Aber ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter erklären, denn in diesem Spiel wird es wohl nicht wichtig sein. Aber hier sehen wir einen Passversuch zum Troll, der allerdings wunderschön geblockt wurde, wieder von Hamburg. Pass nach vorne, starker Pass, und in den Lauf nach vorne. Oh, ah, er kann drin bleiben, nicht kontrollieren, wird gebietet. Alex, wenn du jetzt an unsere Zuschauer, die ganz neu jetzt beim Quidditch irgendwie dabei sind oder jetzt beziehungsweise das erste Mal das irgendwie sehen bei YouTube oder jetzt wo auch immer sie das dann schauen, was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie gerne selber mal hier auf dem Pitch stehen würden? Wo sollen sie sich melden, in der Stadt oder genau, wie kamst du denn zum Quidditch? Also ja, das ist ganz einfach, würde ich mal behaupten. Wir haben mittlerweile viele Quidditch... Ja, das war ein dangerous kick. Sie sagt, so wie ich das gehört, ich habe dich nicht getroffen. Allerdings ist das leider nicht relevant. Es ist nicht relevant, ob man einen Gegner trifft oder nicht. Wenn der Gegner mit den Händen in der Nähe des Balls ist, darf man nicht mehr mit dem Fuß kicken, denn das ist dangerous. Ob man das kontrollieren kann oder nicht, kann man zwar selber entscheiden, aber es ist nicht gerne gesehen, dass man so etwas macht. Und der Headref wird dann immer entscheiden, dass es zu gefährlich war. Und damit man sowas gar nicht erst macht, damit es so nicht zu Verletzungen führen kann, wird das unterbunden. Kommen wir zurück zum Wie komme ich zum Quidditch? Wie gesagt, das ist nicht so kompliziert. Man sucht am besten auf Facebook oder Google, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, nach Quidditch-Team und schreibt dahinter den Namen seiner Stadt. Und dann sollte man doch häufig auf eine Mannschaft stoßen. Und wenn man den dann mal schreibt über Facebook eventuell, da sind die Quidditch-Teams sehr freundlich und da freuen die sich immer ungemein. Dann laden die sie höchstwahrscheinlich zum Training ein. Und musst du irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, also dass ich Handball gespielt habe oder wie ist das so? Nein, und genau das ist das Wundervolle am Quidditch. Hier spielen Männlein und Weiblein und sonst überhaupt. Jeder darf hier mitspielen, keiner wird ausgegrenzt und man braucht keine besonderen Voraussetzungen. Jeder kann hier mitspielen. Es gibt für jeden eine Position, ob Seeker, ob Beater, ob Chaser, Keeper, Snitchrunner, Referee. Es ist für jeden was vorbei. Für jede Körpergröße, für jede, ich weiß nicht, für alles. Jeder kann hier mitspielen. Absolut jeder. Jeder findet was. Sehr cool. Oh, und da haben wir den ersten Catch beim Snitch. Jetzt wird erstmal überprüft, ob der Catch auch zählt. Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, für mich doch recht gut aus. War im Sprung, falls ich mich nicht irre. Ja, ja, absolut. Ich würde mich tatsächlich jetzt ein bisschen freuen für die Brövikons nach so einem Spiel, wo man dann doch deutlich hinten liegt, wenn man dann da den Schnatz fängt. Es sind nicht nur 30 Punkte, die zu einem Team gehen. Es wird auch der Fang gewertet. Der gibt einem im Zweifel auch noch Bonuspunkte in einer Wertung, falls man gleich stehen sollte mit anderen Teams. Aber es ist auch einfach diese Ehre und dieses Glücksgefühl, wenn man den Schnatz fängt, das ist wunderschön. So, das ist das schönste Ende meiner Meinung nach, was es gibt bei einem Spiel. Das eine Team fängt den Schnatz, aber verliert. Die freuen sich trotzdem, weil sie gefangen haben. Das andere Team freut sich natürlich, weil sie gewonnen haben. Und das ist immer wunderschön. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen eigentlich. Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle hier. War ein schönes Spiel, leider doch recht eindeutig. Allerdings auf dem Papier stand das schon vorher fest. Manchmal wünscht man sich natürlich, dass der Underdog da, beziehungsweise das Under-Unicorn da doch ein Wunder schafft. Aber heute ist dieses Wunder leider ausgeblieben. Ja, absolut. Und mir bleibt einfach noch zu sagen, immer noch für die Trikots werde ich mich gleich bei den Brövikons nochmal melden.
Mal gucken, vielleicht kann ich ja das ertauschen. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Hat echt Spaß gemacht. Gleichfalls, Philipp. Dankeschön. Danke, Alex. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den folgenden Spielen und auf Wiedersehen. Vielleicht sieht man sich mal auf dem Pitch. Ciao. Hoffentlich.